Laut einer Studie werden mittlerweile fast 96% aller deutschen Suchanfragen über den Anbieter Google gestellt. Wer also im Internet gefunden werden möchte, muss auf Google gut gelistet sein. Das bedeutet, dass es für Unternehmen immer wichtiger wird, ihre Seiten für Suchanfragen optimal zu gestalten. SEO, also die Optimierung von Webseiten für Google und Co., ist nicht zu verwechseln mit SEA, Search Engine Advertising. Also gekauften Werbeanzeigen. Ja, das Problem ist, dass ganz viele Webseiten einfach so die elementaren Sachen noch nicht verstanden haben und sie auch nicht umsetzen. Und man da einfach schauen muss, wo setzt man an. Also das fängt an bei gewissen Textabschnitten, genauso wie technischen Sachen. Und die versuche ich heute den Leuten etwas näher zu bringen und denen zu sagen, wie sie ihre Webseite dementsprechend auch analysieren und vor allem auch die Besucher irgendwie analysieren können, um es wieder besser zu machen und da eine gewisse Prozessoptimierung zu betreiben. Doch um gezielt optimieren zu können, muss man erst einmal verstehen, wie Google und Co. funktionieren. Eine Suchmaschine funktioniert so, dass Google beispielsweise geht Wort für Wort die Webseite ab und schaut dann, okay, was steht da drauf, woher kommen die Links, welche anderen Webseiten aus welcher Region oder welchem Themengebiet verweisen hier drauf, und dann wird dementsprechend eine Webseite eingeordnet und je nach Relevanz der Links und der Texte wird die Seite dann dementsprechend in den Suchergebnissen platziert. Die Webseite wird bei der Suchmaschinenoptimierung so gestaltet, dass Google und Co. sie optimal lesen und analysieren können, sodass die Webseite im besten Fall unter den ersten Treffern erscheint. Doch wie geht man bei der Suchmaschinenoptimierung vor? Also das Spannende ist, dass jedes Projekt anders ist und gerade bei den kleineren Unternehmen muss man erstmal schauen, warum sind die anderen vor mir und warum bin ich dahinter? Und bei mittelständischen Unternehmen läuft das wieder ein bisschen anders. Also da gibt es ein paar andere Tricks. Aber gerade bei kleineren Unternehmen weiß ich ganz genau, wenn ich sehe, die eine Webseite hat 10 Verweise auf sich und die Webseite, die wir optimieren sollen, hat keinen einzigen, dann weiß ich schon mal ganz genau, okay, da ist Bedarf und die Texte müssen angepasst werden oder. Schafft man es dann auf gute Plätze und wird vom potenziellen Kunden schneller gefunden, dann wird aus der Abkürzung SEO ein Erfolgsrezept. Und das Schöne an der Suchmaschinenoptimierung und diesem kompletten Online-Marketing ist, wir können ganz zielgerichtet nachvollziehen, wie lang war der Besucher auf unserer Seite, was hat er gesucht, warum ist er weggegangen im besten Fall und was sind die Inhalte, die er eigentlich erwartet hat. Und es ist wirklich so definierbar geworden, dass wenn ich eine Zeitungsanzeige beispielsweise schalte, dann sehen das vielleicht eine Reichweite von 300.000 Leuten, aber dann weiß ich nicht, ob das vielleicht jetzt nur 500 interessiert und die Zeitung prahlt damit, dass sie eine sehr hohe Auflage hat und wir zahlen damit. Und beim kompletten Online-Marketing ist das viel, ein getargetes, also ein viel zieldefinierteres Handeln, als dass es früher der Fall war oder wenn ich mir einen Bus beklebe oder so. Dann erreiche ich eine Menge Leute, aber ich weiß nicht, ob es die überhaupt interessiert, was ich an Markenbotschaften zu übertragen habe. Ja. Und wenn man dann einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann geht es quasi gar nicht mehr ohne. Besuch keine Webseite mehr, ohne halbwegs zu gucken, ist die optimiert oder nicht. Das geht einfach nicht, also selbst privat. Also man lebt das einfach, es geht nicht anders. 1998 ging Google das erste Mal online und somit eines der skurrilsten und erfolgreichsten Unternehmen weltweit. So soll sich Google, um nur ein Beispiel zu nennen, seinen Firmenrasen von mehreren Ziegen mähen lassen. So überrascht es fast nicht, dass man auch auf Klingonisch, einer Fantasiesprache aus der bekannten Weltraumserie Star Trek, Suchmaschinenoptimierung betreiben kann. Sagen wir es so, wenn jemand auf Klingonisch danach sucht, sicherlich, und auch da gibt es bestimmt den einen oder anderen Nutzen, um den definitiv auch für die Suchmaschinenoptimierung zu verwenden. Also Google ist klar irgendwo ein Spaßunternehmen, aber das sind wir Nerds doch alle. Also man muss ja auch sehen, dass man irgendwie so, wenn man den ganzen Tag nur eine Maus hin und her schiebt, auch so den Spaß an der Arbeit nicht verliert. Und das ist sehr monoton oder kann sehr monoton sein. Und da muss man dann einfach auch mal ein bisschen lockerer machen ab und zu.